Liebe Schwestern und Brüder, herzlich willkommen zu den Abendgedanken. Sie sehen mich heute Abend in einer ganz anderen Gegend. Tobias, wenn du magst, schwenk ruhig mal rum. Wir sind nämlich zu Gast in Österreich mit einer Gruppe von der Lebenshilfe. Und ich melde mich heute Abend von dort. Vielmehr, Sie sehen heute Morgen natürlich. Wunderschönes Bergpanorama hier. Und wir sind ziemlich weit oben in einem Berghaus, das uns freundlicherweise jemand kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Was ich total schön und klasse finde, weil das für unsere Leute einen Urlaub ermöglicht, den sie wahrscheinlich sonst weniger sich leisten können. Vielen Dank schon mal. Als ich heute Morgen im Morgengrauen die Laudes gebetet habe, hieß der eine Satz: Mein Gott, in der Frühe halte ich Ausschau nach dir, deine Macht zu sehen und deine Herrlichkeit. Liebe Schwestern und Brüder, wenn ich die Berge hier sehe, dann sehen wir die Herrlichkeit Gottes. Dann sehen wir, was er alles geformt hat, was er angestoßen hat und was er kreiert hat. Sicherlich weiß ich, dass Gott es nicht mit seinen Händen gemacht hat, aber ich glaube, dass alles in Gott seinen Ursprung hat. Dass alles in Gott seinen Ursprung hat, was wir hier sehen, und dass diese Berge zeigen, wie kreativ unser Schöpfer ist. Dass diese Berge die Macht und die Herrlichkeit Gottes zeigen. Und wenn ich mir überlege, wie viele Menschen diese Berge schon gesehen haben, und wie viele Menschen auch schon hier waren, finde ich das einfach immer absolut beachtlich. Wie schön es hier ist, wie toll das aussieht und was da für eine Schöpfungskraft dahinter stecken muss. Das zeigt mir die Größe und die Herrlichkeit Gottes. Aber nicht nur die Berge. Die Größe und die Herrlichkeit Gottes sehe ich auch in jedem Menschen, der mir begegnet. Jeder Mensch ein Abbild Gottes und jeder Mensch zeigt mir ein Stück seiner Facette. Jeder Mensch, jedes Gesicht, jedes Menschen, das ich sehe, zeigt mir ein Stück des Angesichts Gottes. Und so viele Gesichter, wie ich sehe, so viele Gesichter hat auch Gott. Und wenn ich das alles dann zusammenpacke, dieses wunderschöne Panorama und die Menschen um mich herum, sehe ich, wie groß Gott ist und warum ich ihn lobe, nämlich für das, was er alles geschaffen hat. Es ist schon Wahnsinn, wie viel Leben auf dieser Erde existiert, wie viel Schönheit auf dieser Erde existiert, und wie selten wir es wahrnehmen. Und das wünsche ich Ihnen, vielleicht für morgen den Tag, auch wenn Sie jetzt nicht hier in den Bergen sind wie ich, dass Sie mal mit offenen Augen durch Ihr Leben gehen, dass Sie die Menschen anschauen, die Sie sehen und denken, das ist ein Teil der Herrlichkeit Gottes, und dass Sie auch die Natur in Rheinhessen oder wo Sie auch immer sind, sich anschauen und denken, ja, auch das ist ein Stück der Herrlichkeit und der Größe Gottes. All das sind Abbilder von ihm, zeigen von seiner Schaffenskraft, und bringen uns ins Staunen. Und ich muss Ihnen gestehen, mich auch in ein Stückchen Dankbarkeit und auch Demut, wenn ich das alles hier so sehe. Ich grüße Sie herzlich aus Österreich und lade Sie ein, dass wir gemeinsam den Vater unser beten, und ich schenke Ihnen dann auch noch den Segen zum Schluss. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserem Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So segne und behüte Sie an diesem Abend, morgen am Tag, und öffne Ihnen die Augen für seine Herrlichkeit, der liebende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und morgen einen wunderschönen Start in die Arbeitswoche. Und nächsten Mittwoch vertrete ich die Frau Krämer-Kost. Da sehen Sie mich auch wieder von hier. Bis dahin alles Gute, Ihr Diakon Markus Schmuck.